3 Kilometer sind wir jetzt von der Rossenstation vom Dauerntunnel reingegangen, entlang von einer kleinen Straße. Das war, glaube ich, eher so der untere Teil. Das Gute kommt jetzt. Jetzt können wir noch einen Lärchenwald auffüllen, machen einmal ein paar Höhenmeter. Hochspannungsleitungen, die haben wir jetzt auch hinter uns lassen. Das ist gleich für ein anderes Gefühl, wenn man so wirklich frei in der Natur geht. Und wir sind jetzt in den wunderschönen Wollkessel herinnen. Und vor uns ein super schöner Hang. Ein Spurmeister ist vorne. Der ist schon ziemlich weit oben. Gut, dass er vorgeht und wir einfach chillig nachgehen können. Nachdem die Tour eher mäßig schien, eben der Autobahn begonnen hat, die ersten 3 Kilometer ein bisschen langweilig waren, ist da herum jetzt einfach wirklich nur einmal frei. Bis auf den letzten Meter rauf. Aber da hinten kommt schon ein bisschen die Sonne. Tiktones.com.